diesem Beispiel möchten wir die Madelon-Konstante eines zweidimensionalen ionischen Kristalls berechnen. Die Madelon-Konstante beschreibt das elektrostatische Potential im betrachteten Atom. Zur Berechnung summieren wir über alle Atome jeweils den Bohrfaktor der Ladung und den relativen Abstand zum Mittelpunkt. Wir erhalten folgende allgemeine Formel. Wobei R0 durch Rj die Inverse des relativen Abstands ist, Q, Ij, entweder plus oder minus 1, die Elementarladung, I, der Index der Ionen auf konstanten Radius, und J, der Index der Kreise ist. Nun möchten wir die Berechnung der Madelon-Konstante auf drei verschieden große Ausschnitte eines ionischen Kristalls anwenden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Gesamtladung in einem solchen Bereich jeweils 0 beträgt. Um das sicherzustellen, werden wir die Atome, welche an den Rändern des Ausschnitts liegen, jeweils nur zur Hälfte, die in der Ecken nur zu einem Viertel in die Berechnung einbeziehen. Nun betrachten wir den kleinsten Radius, beziehungsweise J, gleich 0 in dieser Formel. Der Radius der benachbarten Atome beträgt definitionsgemäß R0. Und wir haben hier vier Atome, welche jeweils zur Hälfte im betrachteten Bereich liegen und deren Ladung einfach positiv ist. Vergrößern wir den Radius, so stoßen wir auf diese vier Atome, welche am Radius Wurzel auf 2 mal R0 liegen. Ihre Ladung ist einfach negativ und sie liegen jeweils zu einem Viertel im betrachteten Bereich. Wir erhalten somit für diesen Ausschnitt eine Madelon-Konstante von 1,293. Vergrößern wir den Ausschnitt, so erhalten wir eine zusätzliche Atomreihe. Die inneren Atome liegen naturgemäß auf dem gleichen Radius wie bisher, jedoch sind sie nun gesamt im Ausschnitt enthalten. Die äußeren Atome liegen auf den Radien 2 mal R0, Wurzel aus 5 mal R0, sowie 2 mal Wurzel aus 2 mal R0. Jeder dieser Terme entspricht einem Radius in dieser Abbildung. Insgesamt erhalten wir für diesen Ausschnitt eine Madelon-Konstante von 1,607. Beim dritten Ausschnitt können wir nun die ersten beiden, Kreise übernehmen, da auch hier die Atome ganz im rechten Bereich liegen. Die nächsten Schritte sind analog zu den vorherigen Beispielen. Wir bekommen eine Madelon-Konstante von Alpha 3 gleich 1,6105. Dies ist schon sehr nah an dem Ergebnis der Madelon-Konstante für einen unendlich ausgedehnten ionischen Kristall, nämlich 1,6105. Wir hoffen, wir konnten euch anhand des Videos das Beispiel etwas näher bringen.